Dann sogar Granadi noch an ihm vorbei. Und bei mir lief es ziemlich schlecht. Nur Neunter. Waren halt viele gute Spieler dabei. Gut, dann war es wahrscheinlich die richtige Entscheidung, den dann einfach sausen zu lassen. Ja, Sven, also du hast verstanden, worum es geht. Ich habe jetzt hier 40 Sekunden Zeit, um irgendwas ins Ziel zu bringen. Ich muss auf jeden Fall erst einmal meine Dead Zone verändern, weil mein Auto lenkt. Und das ist in Stunts sehr schlecht, wenn das Auto lenkt. Dann macht man keine Master-Stunts mehr. Ja, also genau, unten der Timer ist der, in dem du deinen Run finishen musst, bevor du Punkte verlierst. Also die bereits erworbenen Punkte, die du oben rechts siehst, die verlierst du dann wieder, wenn du dann über der Zeit bist. Und du hast immer, wenn du respawnst, nah am Start, hast du immer ein Ziel. So ist es hier, so sind die Ach Mapping-Regeln so. gewesen. Das heißt also, du hast vielleicht noch ein Ziel, wenn du die Strecke ganz normal fährst, ja. Aber es gibt auf jeden Fall immer die Möglichkeit zu respawnen und dann zu finishen. Kleiner Trick: Wenn du respawnst, verlierst du 50 Punkte. Wenn du allerdings respawnst, nachdem die Zeit abgelaufen ist, also wenn die auf 0 steht, dann verlierst du keine Punkte. Das ist meistens besser. Die Stuntspieler warten in der Regel, bis Ach sie. so. Die warten in der Regel, bis 0 abgelaufen ist, damit sie nicht 50 Punkte Strafe kriegen, weil das Ziel ist so nah am Checkpoint, dass du dann weniger verlierst als 50. Du findest dann ja spät, dass also du verlierst dann Punkte, aber halt nicht 50. Ja, ansonsten. Oben rechts die Zeit, die da runterläuft, das ist halt die Zeit, die du jetzt hier halt hast, bis du irgendwas finishen solltest. Also, dass du überhaupt irgendwas reingefahren bist. Dann endet die Map praktisch. Ah, ich glaube, ich hab's verstanden. War schon gar nicht so kacke, was ich eben gemacht habe. Ja, und dann geht es bei Stunts allgemein darum. Als erstes Mal solltest du möglichst auf der richtigen Seite des Autos landen, auf den Rädern. Wenn du auf dem Dach landest, dann ist das ein schlechter Stunt. Dann ist das ein Wreck. Ein Wreck geben kaum Punkte. So, und dann kriegst du mehr Punkte, wenn du genau 180 Grad standest oder genau 360 Grad. Die sind dann straight. Die geben mehr Punkte, als wenn du einfach nur irgendwie landest. Und wenn du genau 180 Grad oder 360 Grad gedreht landest und während des Sprunges die ganze Zeit die genau selben Knöpfe gedrückt hast, dann ist es ein Master Stunt. So was für die Stunt-Profis. Und hier bei Rally, da hast du diese vielen parallelen Geraden. Da musst du die ganze Zeit von einem Booster auf den anderen hin und her springen und dich immer dabei drehen, also ganz viele Spins machen, weil mehr bietet das Envy nicht. Man kann hier fast nur Spins machen. Ja, merk schon. Rallye ist ein bisschen anders hier. Ja. Einfach nur so viel wie möglich springen und Spins machen, so viel du kannst. Und was noch eine Sache, die ich vergessen habe, die bei Stunts wichtig ist: Wenn du viele Stunts direkt in Folge machst, dann hast du eine Kette, ein Chain. Und den möchtest du erreichen. Weil wenn du in einem Chain bist, dann geben die Stunts mehr Punkte. Auf Rally ist das halt ganz besonders, weil das ja eh nur Spins sind, geben dir wenig Punkte, aber mit Chain geht's dann noch. Ich habe jetzt hier zum Beispiel gerade 15 mal Chain.
Also 15 Stunts in Folge. Oh, wird schon knapp hier bei mir. Den Dreh habe ich noch nicht raus. Ja, das Rallye ist somit das Schwierigste. Ja. Rallye ist auch immer, wenn ich da mitgefahren habe, bin ich immer auf Rallye dann ausgeschieden. Weil ich noch nicht davor ausgeschieden war. Ja, man muss halt auch genau wissen, welche Knöpfe du in den Spins zu drücken hast, in welche Richtung du da lenken musst. Das ist das Komplizierte, wenn du es noch nie gemacht hast. Was bei Rallye praktisch der Winner ist, wenn du das hinbekommst, ist, wenn du einen Stunt hinbekommst, der nicht ein Spin ist. Dann gewinnst du. Aber da gibt es dann Spieler, die beherrschen das, die können das kontrollieren. Die können das praktisch erzwingen, dass sie etwas anderes machen als ein Spin. Da gibt es dann gewisse Tricks, wie man das richtig bringt. Jetzt gucken wir mal, wo du bist. Auf 18. Es sind zwei hinter dir. Ja, das schaffst du. Gibt auch nur noch ein KO. Leider. War das nicht mal deine Hassmap oder so, wo du immer verlierst? Ist es, ja. Ich meine, bei so vielen Spielern habe ich noch eine gute Chance durchzukommen. Ich bin froh, dass die jetzt schon weg ist. Aber eigentlich ist jede Rallye-Map von mir eine Hassmap, weil gegen die richtigen Stunt-Spieler hat man da am wenigsten Chancen. Weil die scheinbar es wirklich immer hinbekommen, einen Nicht-Spin zu machen und dann ist man aufgeschmissen. Für mich ist das wirklich, das klappt ein 1 von 50 Versuchen, dass ich mal irgendwie was anderes habe. Ah, viele gehen hier mit Press-Forward los, viele Strecken. Noch eine weitere Regel bei Stunts wäre, dass man möglichst verschiedene Stunts macht und nicht immer den gleichen. Denn wenn du immer den gleichen Stunt machst, so wie eben die ganzen Spins, dann geben die halt immer weniger Punkte. Deswegen ist es bei Rallye so geil, wenn man einen Nicht-Spin hinbekommt, weil der Spin selber bringt halt kaum Punkte. Aber wenn du dann mal was anderes machst. Naja, immer diese ganz hohen aus einer Quarterpipe raus, wo man sich dann ganz, ganz oft dreht in der Luft. Solche wird man dann halt immer aufteilen. Einmal nach links rum, dann einmal nach rechts rum. Das ist der wichtigste wahrscheinlich. Ja, Bay sieht auf den ersten Blick einfacher aus. Oh, vorletzter. Beten. Oh, ich habe gerade die Monsterrunde, aber ich hatte keine Zeit mehr, sie zu finishen. Oh, Oldbart, 701 Punkte. Ich hatte gerade echt unfassbar guten Run. Da hätte ich jetzt hier den ersten gemacht. Wobei, man verliert auf der Map tatsächlich sehr viele Punkte, wenn man nicht so einen Finish trifft, sondern wenn man respawnen muss. Der Respawn dauert echt lang, bis man da ans Ziel kommt. Und das wäre jetzt.
Oh, jetzt wird schon knapp für mich hier. Ja, kannst einfach nur versuchen, so viel wie möglich springen und spinnen. Ah. Ah. Ich habe einen Corkscrew hinbekommen. Ich habe immer gefragt, wie die das machen. Na. Eddie Up. Aha, also früher. Jetzt verstehe ich das so langsam. Und Sven, reicht das? Sauber Sven, lese ich da? Gerade so, gerade so. Oh, Oldbart hat dich gerettet. Also vielleicht noch andere, mal schauen. Oldbart hat dich gerettet. Was jetzt dreimal praktisch, ja, aber drin. Im besten Fall geht's so weiter bis Platz 1. Habe mich jetzt um 500stel verbessert auf der Canyon-Qual-Map. Aber bin halt schon wieder stecken geblieben da auf CP3 zu CP4. Jetzt kommt eine meiner besten Maps. So hoch wie möglich springen und dann beim Runterfallen voll bremsen, dann fällt das Auto nur ganz langsam runter. Und dann beim zweiten Sprung nach rechts springen und zwar flacher. Oh Mist. Krass. Ah, oh, fast PB. Sieht
jetzt fast noch mehr Punkte erwartet. Schwer zu verstehen, wie Edge dann noch vor mir liegen kann, Mann. Wenn man schon so eine Runde fährt. Das war's für mich. Probier's nochmal. Hast du ein bisschen Zeit, um irgendwas zu machen? Du musst dann halt ein bisschen vor der Zeit finishen. Nope, das war's. Schade. Na, damals habe ich auch nie Knockout gespielt. Also generell eigentlich. Man fühlt sich immer so unter Druck gesetzt. Man hat nicht viel Zeit, um die Strecke kennenzulernen und die Physics und was macht man. Ich kenne wenigstens die Strecken. Schon mal ein Vorteil. Weil bei manchen Strecken geht es auch darum, den richtigen Weg zu, also die richtige beste Linie zu finden. Bei Stunt-Strecken gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder sie haben eine ganz klare Linie, die bevorzuge ich halt. Oder es ist wie so ein großer Spielplatz und du suchst dir irgendwann eine Linie aus. Die würde ich bevorzugen, wenn man mehr Zeit hätte. Aber mit so wenig Zeit, ne. Das kostet ein bisschen Zeit gerade. 47 Minuspunkte. Also in der Regel hier bei diesen Quarterpipe-Sprüngen will man halt einmal einen Alley-Oop machen und einmal einen Aerial machen. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum ich diesen Alley-Oop nicht schaffe, noch dieses bisschen rumzukriegen, dass er Master wird. Manchmal klappt das, aber oft nicht. So, und hier kann man so landen und das ist dann was anderes als ein Spin, der zweite. Und das bringt Punkte. Probiere ich mal zwei Alley-Oops. Ja, es bringt weniger Punkte, als wenn man einen einfachen Aerial macht im zweiten. Ich suche mir gleich mal einen Stunt-Server, mal ein bisschen testen. Warum ist Maxi denn so gut? Der ist auf jeder Strecke in den Top 6. Oder Top 5 sogar. Auf jeder. Ich glaube, er hat die ganze Woche Stunt gespielt. Ich habe ihn immer auf irgendeinem Stunt-Server gesehen. Echt? Ja. Ich habe das Gefühl, er hat gerade Zeit und spielt alles. Ja, ich habe das Gefühl, dass er nur Wii spielt. Ach, das auch noch. Hm. Ja, der hat ja so 10 BRs oder so von Ryulu geklaut. Versucht Ryulu einen Clean Sweep? Ja, einen Clean Wii? Sweep. Was ist ein Clean Sweep? Ja. Das, ne? Wii da drin.
Nimm Weed. I see. Ja, dann habe ich das Gefühl, Maxi ist einfach nur am Spielen gerade. Aber jetzt sieht's so aus, als ob er AFK ist. Aha. Das hat ja mal nichts gebracht. Das war so der Worst Case. Das ist eigentlich auch eine meiner besten Maps. Aber jetzt gerade kriege ich keine Runde Nein. zustande. Nein. Ach. Immer hängen geblieben. War richtig gut. Ah, sieht schlecht für Maxi aus. Wie habe ich denn die Strecke sonst gefahren? Ich habe Maxi gejinxt. Ach, krass gedings, ey. Ja, bei so einer Map, das ist aber sehr, sehr kreativ. Müssen wir jetzt die ganze Zeit vor und zurück. Streamst du jetzt eigentlich auch mit dem guten Internet oder nimmst du nur auf? Jetzt nehme ich mal nur auf, weil ich habe ja eh vor, dann zu gehen. Geh mal nachher noch die neue Trial-Masse und dann. Das bringt so viel am Start da nur rumzuhüpfen. Ja, wahrscheinlich einfach, weil man hier so viele Stunts in kurzer Zeit machen kann. Das Problem ist immer, wenn man da landet und das Auto rollt rückwärts, dann ist die Lenkung invertiert und oder ich bin mir dann immer nie so richtig sicher. Das nervt immer, deswegen ist es hier sehr leicht zu failen. Aber es gibt so mehrere Snow-Strecken, wo genau das die Linie ist, die man machen muss. Immer vor und zurück. Und die Airwheels und LEU, ja, das war invertiert. Die bringen halt auch extrem gut Punkte. Und hier unten ist halt auch nichts so Besonderes. Kann hier so ein bisschen. Das ist halt auch nur ein Spin, was ich da. Ne, ist ein Airwheel sogar. Und dann sind hier nur Spins. Oh Gott. Was ist das denn? Aber wie zum Henker
habe ich mal hier 462 Punkte gemacht und hatte jetzt nur 386 in meinem First Try. Ich weiß es echt nicht. Das war richtig gut, mein erster Versuch. Absolut fehlerfrei. Und er ist 80 Punkte hinten. Da siehst du dann diese Stuntspieler Edge, Henning und dann auch Zitrone. Das ist dann halt hart, die zu besiegen. Weil die Wie viel halt hatten ziemlich die? easy. Die hatten auch meine PB geschlagen, Edge und Henning. Die PB, zu der mir jetzt 80 Punkte fehlten. Ja. Und dann gibt es noch so ein paar andere Stuntspiele hier, die schlagbar sind, aber wenn die falsche Map im falschen Moment kommt, dann verliere ich gegen die auch. Das heißt, es ist am Ende dann auch ein bisschen Map-Glück und so ein bisschen Glück, dass es immer irgendeinen Stuntspieler gibt, der irgendwie nicht so durchkommt. Aber ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt wird es halt zwangsläufig eng für mich. Dann muss es halt, da darf ich keine schlechte Runde mehr haben. Keinen schlechten Score. Ja, ich gucke gerade hier diesen Henning zu. Sieht schon sehr professionell aus, was er da so versucht. Und der ist jetzt einer, der die Maps noch nicht so gut kennt. Also wenn du jetzt Edge zuguckst, der kennt alle Maps. Der weiß sofort im ersten Versuch auch die Linien, die du machen musst. Gut, auf dieser Map gibt es nicht so viel zu beachten. Das ist dann auch für Henning nicht so schwer zu lernen. Ich habe allerdings schon Probleme mit der Map, weil ich jedes Mal zu diesem Ende hier hinkomme und mich frage, ja, wie funktioniert das denn nun? Ja, jetzt hat es geklappt. Richtig schön. Ja, so will man das doch. Ja, das war dann wieder Kacke. Aber ja, dieser Sprung, wo man einfach gegen die Wand springt und hofft, dass irgendwas passiert, das ist auch mein Problem hier. Jetzt versuche ich mal noch was anderes, weil man hat hier am Ende immer noch ein bisschen Zeit übrig. Und ich könnte die nutzen, indem ich hier am Anfang noch einen Stunt einbaue. Gegen die Kante hier. Dann respawne und dann habe ich jetzt schon mal 66 Punkte auf der Habenseite. Jetzt muss ich mich dann allerdings beeilen, um rechtzeitig zu finishen, bevor meine Zeit abläuft. Also den letzten Stunt will ich halt rechtzeitig landen noch. Oh. Ach, das gibt's ja nicht. Das war echt ein Wreck. Also ich habe 0 Punkte. Ich habe nur 33 Punkte bekommen, habe 50 verloren. Lars, warum bist du eigentlich die 53er nicht schon gestern gefahren? Ja, nicht schlecht gewesen. Ich frage mich ja, warum ich gerade keine 51 gefahren bin. Ich hatte minus 2 im letzten Checkpoint und dann hat das nicht geklappt. War zu weit rechts, ich hatte keine Chance. Einmal habe ich bei dem Finish-Sprung, habe ich da, wo das Gebirge reingeblockmixt ist, beim Abspringen, habe ich das Gebirge berührt und dann genau einen smoothen Stunt gemacht und auf der nächsten Plattform gelandet. Nice. So eine Barrel wohl ähnliches Ding gemacht. Nico hat auch gerade noch eine 1,58 bekommen, aber Spencer als wäre er damit zufrieden. Ja, bin ich damit zufrieden, wenn er damit zufrieden ist. Also mich hat überrascht es allerdings, dass er die Zeit jetzt fuhr. Aber es ist gut, weil Auau damit mehr verliert. Stimmt, ja. Ich würde natürlich auch gerne eigentlich noch ein bisschen weiter kämpfen und eigentlich vor euch beiden sein, nachdem ich schon vierten Platz habe, aber kann ich glaube ich jetzt schon abschminken. Also kannst Trial Master. Könnte ich jetzt wahrscheinlich schon vergessen mit den beiden Positionen. Also, wenn es um den Sieg geht, ist eigentlich jetzt schon gelaufen. Weil sehr unwahrscheinlich ist, dass du irgendwo weiter hinten landest, dass man das aufholen könnte. Habe ich doch. Und ich sag mal so, du hast genug Zeit, wenn mal irgendwo Kontrahent da ist, dann könntest du wahrscheinlich immer noch mal dann so lang fahren, bis du es wieder zurückgeholt hast.
Aber gut. Ich habe ja schon ein paar Mal das Ding gewonnen. Hammer, echt? Naja. Früher. Ja, die allerersten Reihe. Weil eigentlich habe ich eine nicht gewonnen. Ach, die letzte vielleicht. Ja, die letzte, die hat auf jeden Fall auch gewonnen. Ja, ja. Dann kam ich. Oh, habe ich auch ein bisschen besser erwartet hier. Naja, er ist halt nicht sehr häufig da. Was wird es denn sein? Ja, und so schnell vorher dann aber auch nicht. Ja, aber was meinst du eben mit, dann kamst du? Hattest du schon ein richtiges 3-Master gewonnen? Hattest du schon ein richtiges Trial-Master gewonnen? Nein. Nee. Dachte ich auch. Bin mir aber auch nicht sicher mit. Dann habe ich dann, dann kamst du gesagt. Welchen Kontext? Nee, da, dann kam ich, oder. Also da war Au-Au beim letzten Trial-Master, dann habe ich verstanden und dann kam ich. Ja, auf dem zweiten Platz. Ach so. Gut. Ich weiß gar nicht, war ich der Dritte? Raten. Ich kann mich halt nicht mehr besonders viel dran erinnern. Mir fällt so eine Map ganz im Dunkeln ein, die da, glaube ich, Part des Trailmasters war, wo Auer so eine richtig überstarke Zeit auch hatte. Gut sein, ja. Ich weiß, da waren es auf jeden Fall 10 Maps. Ja, mit nur 5 Maps ist es halt sehr, sehr flott vorbei. Und auch nur eine Woche. Ja, das ist das Schlimme eigentlich. Man hat halt wirklich nicht viel Zeit. Man muss dann sich immer dann jede Woche jetzt die Zeit dafür nehmen. Und das ist dann echt auch schwer. Ich meine, nächste Woche werde ich es dann gleich am Anfang machen. Ja, obwohl, das ist ja dann nicht der Anfang, weil die Map kommt ja dann heute raus. Da will ich erstmal 2 Tage arbeiten. Aber dann Montag, dieser Mittwoch, da werde ich dann versuchen. Ja, die Map ist lustig, Sven. Weil hier musst du dann die Coast Physics kennenlernen. Es gibt da halt so einen Trick beim Rückwärtsfahren. Hä? Was für ein Trick beim Rückwärtsfahren? Oh Gott. Uah. Werde ich doch nie im Leben rechtzeitig landen. Oder? Nee. 3. 1. Das habe ich schon kommen sehen. Ah, das ist der doof. Ich finische das jetzt mal, aber damit schalte ich aus. Ja. Also, der Trick ist praktisch, man drückt die ganze Zeit auf Gas. Also man drückt nicht auf Bremse, um rückwärts zu fahren, sondern man drückt auf Gas. Und muss von einem Booster aber rückwärts geboostet werden. Okay, interessant. Und dann hat man halt diese Physik, dass wenn man wickelt, Speed aufbaut. Also man muss Gas geben beim Rückwärtsfahren und wickeln. Und dann kriegt man Geschwindigkeit. Und dann kriegt man halt auch diese Rotation in dem Sprung. Das geht nur rückwärts auf die Art und Weise. Ah, ich sehe, ich sehe. Oh Gott, ach, Stunt ist nicht so meins. Ich habe große Probleme gerade. Ich muss was reinbekommen. Sonst bin ich jetzt ausgeschieden. Das ist so eine meiner schwierigsten Maps, weil alle Stunt-Spieler beherrschen das, was sie hier machen müssen. Oh oh, das sieht jetzt ganz schlecht aus. Ich habe jetzt kaum noch Zeit. Hast Glück gehabt. Frink hat hier gefällt. Nochmal Glück gehabt. Ah, ich habe mich auch verbessert. Tatsächlich um mehrere Positionen mit diesem Mist dran. Oh. Also das ist so eine Map, vor der habe ich immer Angst. War Voyager sogar nur 348. Gegen den bin ich glaube ich auch mal hier ausgeschieden. Da fuhr der 1100.
Ja, das ist halt echt so, die Stuntspieler, die können das ganz konstant. Die haben das total im Blut, wie sie da rückwärts fahren. Aber wenn ich einmal von der Linie abkomme oder mein Auto zum Beispiel jetzt so gelandet ist, dass ich 90 Grad gedreht war, dann weiß ich nicht mehr, was ich drücken soll. Und dann habe ich ein Problem. Dann komme ich einfach nicht mehr voran. Und kann das nicht mehr retten. Diese Strecke, die bietet auch keinen Raum für Fehler. Denn wenn du dann Fehler machst, dann kriegst du keine Punkte mehr zustande. Weil der Respawn ist vorwärts. Das hat man eben gesehen. Das war unpraktisch. Die großen Punkte holt man eigentlich erst im letzten Sprung. Zu dem muss man hinkommen und den muss man auch rechtzeitig landen. Erst einmal. Das hier war mal meine beste Map. Hier hatte ich mal den Weltrekord drauf gehabt. Aber das waren Zeiten, da lief die Map noch bei mir. Jetzt habe ich hier keine Ahnung, wie man die nennt. Weil ich immer auf dem Dach lande hier. Immer. Das ist wirklich ausnahmslos. Dann machen wir jetzt hier irgendwas anderes. Ah, das ist gar nicht so schlecht. Das waren zwei nette Stunts. Habe ich die Runde halbwegs noch gerettet, aber besonders gut ist der Score nicht. So, ich glaube, den hier, den springt man eigentlich ein bisschen flacher, als ich das eben gemacht habe. Damit man ein bisschen schneller landet und mehr Zeit am Ende hat. Ja, verkackt. Jetzt könnte ich mir nur vorstellen, dass ich jetzt hier mal so einen Aerial mache, um diese ganze Aktion jetzt hier zu retten. Und dann hier einen Stunt dranhängen. Es ist eine ähnliche Score wie eben. Es ist dieselbe Score. Ich habe geequalt. Auch nicht schlecht. Wie ich das wieder abgeschätzt habe, ich hatte halt eine gewisse Punktzahl an Checkpoint und musste dann respawn zum Ziel fahren. Ich habe genau gewusst, dass es genauso viel Punkte kosten würde. Ah. Oh, das ist eine gute Landung jetzt. Warum auch immer das passiert ist, war ein komischer Absprung. Nein, 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 nein. Oh. Rutsch einfach weg. Dieser letzten Ja. Pipe da war, das war so gut. So fucking gut. Das wäre, glaube, das wäre eine 49 gewesen. Wow. Sven, du siehst ja genau den Unterschied. Vorne die Stunt-Spieler und dann so ein Gap und dann die Rest. Wobei vorne ist jetzt auch Voyager dabei, aber der kann halt hier und da haut er einen raus. Voyager ist praktisch genau mein Level. Hin und wieder mal eine richtig gute Score, aber auch bei leicht bedroht, ab dem Moment, wo es in die Top 10 geht. Und er ist praktisch immer so der Gradmesser. Wir sind total auf einem ähnlichen Level in Stunts. Spielen das nicht hauptberuflich, aber. Ja, ich muss erstmal normales Fahren erstmal ein bisschen weiter üben. Als Stunt, naja, ist jetzt eigentlich nicht so wichtig zu können. Nee, nur an einem Freitag im Monat. Mir ist auch halt wichtig, dass man einfach weiß, was man zu drücken hat. Man das hinbekommt. So, das ist schon mal ein schöner Straight Spin-off. So, jetzt muss man diesen Sprung hier hinbekommen. Das Nervige ist immer, dass man die Landung auch nicht so richtig sieht. Und man kann hinter der Quarterpipe landen, nicht in diesem Sprung. Aus irgendwelchen Gründen. Oder obendrauf. Ja, wir sprachen davon. Es macht keinen Sinn. Ich weiß nicht, warum das passiert. So, und jetzt gibt es eigentlich noch einen Sprung, aber ich habe viel zu viel Zeit verloren, weil ich oben drauf gelandet bin. Da kann ich das nicht machen. Aber das hatte ich davor vor Island Map, wo ich rausgeflogen bin. Ich bin immer ja, hinter der Pipe gelandet oder drauf. Bei der anderen sollte das nicht passieren. Da bist du dann bestimmt irgendwo noch in der Schrägen oder so abgesprungen, wo das noch gekurvt ist.
Hier ist der Grund relativ einfach, warum das hier passiert. Da ist nur eine Bande hier über der Quarterpipe. Man muss mindestens zwei Banden auf die Quarterpipe setzen, damit das Auto auch wirklich nicht hinter die Quarterpipe springt. Ich habe immer versucht, so ein bisschen im Drift oder so auch zu springen, damit ich ja viel Umdrehung schaffe, aber auch irgendwie flach lande. War so, ja, mein Versuch. Das war jetzt bei weitem nicht so gut wie die anderen beiden. Das war jetzt nur ein Aerial und nicht ein Spin-off. Ich glaube, das andere war ein Spin-off. Das kann ich auch null einschätzen, ob ich die treffe. Na doch, ich treffe sie. Bringt das eigentlich viel, wenn man sich entgegengesetzt dreht? Ja, also ich kann es ja zeigen. So hier ist ein Aerial. Und so hier ist ein Alley-Oop. Und Alley-Oop bringt ein paar mehr Punkte als ein Aerial. Also Alley-Oop ist besser. Aber wenn du mehrere Sprünge hast, dann wie gesagt immer denselben Sprung machen. Also immer ein Alley-Oop ist dann irgendwann schlechter als nicht einfach doch mal ein Aerial machen. Also bei Snow zum Ach so. Beispiel abwechselnd Alley-Oop und Aerial. Aber wenn du irgendwo, wenn es ungerade Zahl ist, dann lieber mehr Alley-Oops. Weil die sind halt besser. Wie ist denn da mit der Reihenfolge? Wenn du 10 Quarterpipe-Sprünge machst, dann die ersten 5 Alley-Oop und die letzten 5 normal Aerial. Ist das genauso viel wie Alley-Oop, Aerial, Alley-Oop, Aerial? Ja, ich würde sagen, ja. Ich wüsste jetzt nicht, warum es nicht so wäre. Das will ich nur wissen, weil dann die höchsten würde man dann ja immer für die Alley-Oops sich aufsparen. Ja, wie das dann genau mit der Chain funktioniert, falls du darauf anspielst, das weiß ich dann auch nicht. Ja. Ob eine Chain dann besser ist am Ende für höhere Punkte. Das könnte sein, weil das irgendein Multiplikationsfaktor oder sowas ist bestimmt. Da könntest du recht haben, dass das vielleicht ein Grund ist, die höheren am Ende zu machen. Das ist so eine Race-Map. Da muss man halt eigentlich einfach nur durchfahren. Hoffen, dass einem das Auto das auch lässt. Das war jetzt nicht so toll. Haben zwei Stunts am Ende nicht geklappt. Weil es sind alles so straightforward Stunts, wo es eigentlich nur darum geht, dass die funktionieren. Man muss eigentlich nur durchkommen. Und das ist hier teilweise, fühlt es sich dann ein bisschen random an, wenn die nicht funktionieren. Zeit ist knapp bei der Map, oder? Ja, die ist ziemlich knapp. Sonst hätte ich da am Ende noch was gemacht. Aber ich habe zu viel Zeit durch dieses Rumgeschlittere verloren. Und es gibt hier einen Bug, und das ist das, was ich hasse. Wenn man hier einen Water Bounce hat, dann manchmal zählt der Sprung erst ab dem Water Bounce. Und dann kriegst du nur so einen Basic Jump. Kriegst du keinen Stunt. Das ist irgendein merkwürdiger Bug, der dir aber alle Runden vermasseln kann. Einen Strafpunkt wegen der Zeit bekommen. Ja, ich hoffe, damit bin ich safe. Es geht hier halt viel, viel mehr an Punkten. Aber übrigens, wenn man sein Auto so überdreht und dann fast rückwärts reinspringt, dann ist das hier kein Aerial mehr, sondern dann zählt das wie Alley-Oop. Ah, sechster nur noch. Wo ist Ja, denn bis hinten? safe. Dieser Fire-Typ hat verkackt. Ah, ich merke es im Chat. Aber du merkst schon, es wird jetzt eng, weil irgendwann bleiben nur noch die richtig guten Stuntspiele übrig und dann braucht es schon bestimmte Maps, um die zu schlagen. Also das ist eigentlich eine Map, auf der man sie schlagen kann. Aber ich bin halt unkonstant. Ich weiß halt nicht, wie ich mal 1025 Punkte hier gemacht habe und jetzt fehlen mir halt einfach 180 Punkte da drauf. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich groß was falsch gemacht habe oder hätte anders machen können. Aber 180 Punkte ist auf so einer einfachen Map und dann halt doch ziemlich viel. Das kann dann halt schnell auch das Ende bedeuten. Ja, jetzt kommt auch so eine sehr, sehr komische Map.
Aber Stadium ist meistens gut für mich. Weil da gibt es nicht so viele Tricks, die man jetzt kennen müsste. Also es gibt hier viele Stadium-Strecken, auf denen ich praktisch auch Top-Locals habe. Sogar Weltrekorde. Aber das ist so eine Art Stadium, bei der das für mich ein bisschen unsicher ist. Weil die hat jetzt hier auch am Ende so einen richtig random Stunt, glaube ich. Wie das geklappt hat. Und ich bin echt zufrieden mit dem Run, dass ich das direkt durchbekommen habe, und ich bin aber schon jetzt nur Vierter. Okay, nee, das muss ich straight springen. Da kann man sich nicht drehen. Aber ich würde jetzt sagen, sah eigentlich ja gut aus. Jetzt eben beim letzten Versuch hatte ich halt einfach keine Airtime. Und dann ist das kein Stunt. Also auf dem Boden rumzutoren, das bringt halt nicht so viel, leider. Habe ich das Falsche gedrückt? Habe ich den Stunt abgebrochen hier? Ja, ist langsam, also nicht langsamer, schlechter halt. Discord. Keine Bestzeit. Nitro Guy und Voyager hinter mir. Das ist so ein bisschen wie erwartet. Bei Nitro Guy habe ich jetzt noch Hoffnung. Ja, der hat 717 Grad gemacht. Also, der ist raus. Aber das ist schon eng. 717 ist jetzt nicht ewig weit weg. Sechster. Voyager hat sich auch noch verbessert. Auch wieder Glück gehabt. Jetzt wird's eng. Ja, ab jetzt, ne, also ich sag mal, der Castumate TKM Funky, das ist dann einer, der halt ein Stuntspieler ist, aber schlagbar. Hat auch schwächere Maps. Und Voyager. Das sind die beiden. Das ist eine gute Map für mich. In der Theorie. Ich meine, ich hatte hier mal ein Top 3 oder Finale oder sowas mal gehabt vor nicht allzu langer Zeit, wo ich dann doch ausgeschieden bin. Aber da waren einfach die Scores generell richtig stark. Meine, hier hängt es auch alles sehr, sehr stark vom letzten Sprung ab, deswegen. Und ja, und von dem zweiten. Also es ist ziemlich simpel hier, der Start, da kann man nicht viel machen. Und dann entscheidet dieser Sprung hier. Und dass man hier auf den Rädern landet, das ist schwer genug. Und dann dieser Sprung. Oh. Und das ist eine gute Score. Ja, damit. Also wenn ich damit ausscheide, dann ist es halt so, aber damit kann ich zufrieden sein. Weil meine PB ist 883, dann bin ich jetzt nur 30 Punkte weg. Also nicht mal 30 Punkte. Also ziemlich ordentlich. Hier zum Beispiel bei diesem großen letzten Sprung ist ganz wichtig, dass man den, dass man den irgendwie dann auch straight landet bei diesen ganz großen Sprüngen. Und das kann ich überhaupt nicht kontrollieren. Die Stuntspieler wissen genau, wie sie das Auto zu landen haben, damit das straight ist. Damit das 180 Grad oder 63 Grad gedreht ist am Ende. Ich weiß das nicht immer. Das ist Standardspringen, weiß ich es, aber
Bei sowas Großem habe ich keine Ahnung. Der war wahrscheinlich straight, sonst hätte ich nicht die Score. Hier versuche ich jetzt, das einzige Chance, mich zu verbessern, auf dieser Bande zu landen. Die überspringe ich jetzt allerdings. Und den habe ich jetzt auch straight bekommen. Auch gut. Oder hier auf einem Finish landen, das ist auch gut. Hier, guck. Ah, na. What the fuck? Och, und Edge. Na, dann schaut ihr meinen Run an und wo holt er jetzt bitte so viel noch raus, ne? Aber das geht. Wenn ich auf den Finish richtig drauf lande, nochmal so richtig krassen zweiten Sprung vom Finish runter mache. So, und da ist Funk, TK im Funky raus. Ich hatte jetzt ja gehofft, dass es zum Beispiel Zitrone erwischt. Waren nur 19 Punkte. Dann wäre jetzt zumindest ein richtig guter Stunt-Spieler, gegen den man chancenlos ist auf anderen Maps, wäre dann raus. Aber Voyager muss mich natürlich auch genau auf so eine Art Map auch schlagen. Das ist. Ah. Er ist halt auch gefährlich. Aber wie das jetzt Edge noch rausgeholt hat, so viele Punkte, keine Ahnung. Ja, also ich kann es mir nur mit Extras-Sprüngen vorstellen oder eine andere Linie. Also man kann ja hier und da noch ein bisschen tricksen. Also man hat auf der Map zu viel Zeit. Wenn man noch irgendwo was findet, wo man nochmal Zeit nutzen kann, dann da. Ja, das ist auch, also hier habe ich Weltrekord. Aber beim letzten Mal, wo wir die gespielt haben, hatte ich nur so 500 Pünktchen oder so. Also, ich weiß nicht, wie ich diesen Score aufgestellt habe. Aber ich habe schon. Ich gehe mal kurz aufs Klo. Ja, apropos 500 Punkte, das sind sie. Und ich bin letzter. Einfach sowas von random und unlucky. Wie kann man denn da auf dem Dach landen? Aber wenn ich das schon sehe, Edge und Zitrone haben beide Top Scores. Also die beiden kann ich schon mal nicht schlagen, außer ich fahre meinen Weltrekord. Ich starte neu. Ah, ich muss vor der Zeit finishen. Das ist aber auch unlucky, ey. Das ist jetzt einfach nur unluck gewesen. Komplett. Jetzt muss ich schon mich sputen. Als wenn ich da war. Oh Gott, nein, Mann, ey. Ich habe mindestens schon 15 Versuche da am Ende verloren.
Oh, dich hat's gerade rausgehauen. Na, weil du nicht da warst. Mein Glücksbringer war einfach verschwunden. Oh. Ich hatte einfach jede einzelne Runde eine schlechte Landung kassiert. Und ich habe dir ja gesagt, dass ich das letzte Mal nur 500 Punkte auf der Map hatte und ich hatte jetzt nur 500 Punkte. Ich kann echt nicht erklären, wo da 300 Punkte verloren gegangen sind. Was ich da in meiner PB angestellt habe. Ich kann mich an die auch nicht mehr erinnern. Ich fahre dieselbe Linie. Nur, dass ich einen Stunt weniger geschafft habe, aber der bringt nicht viele Punkte, der Stunt. Und den habe ich auch nur deswegen nicht geschafft, weil ich jetzt halt jedes Mal schlecht gelandet bin. Musste jetzt im letzten Versuch auch dann schnell ins Ziel. Hatte nicht die volle Zeit noch gehabt. Aber es war alles nur, weil es davor doof lief. Das hier ist allerdings eine Strecke, auf der ich eh verlieren würde. Also mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Wobei ich hier einen Stunt Knockout gewonnen habe, allerdings nicht einen offiziellen, sondern einen Fun Chaos und dritten. Aber das ist so eine meiner schlechtesten Maps, würde ich behaupten. Hier wäre gegen die Stunt-Spieler keine Chance. Und ich hätte gegen die antreten müssen. Ich hätte, wenn ich überlebt hätte, Voyager rausgeschmissen. Aber ich schaue mal erstmal, ob die jetzt alle was Ordentliches finishen. Henning muss auf jeden Fall noch was Besseres finishen. Kommt aber jetzt gleich. Ah ne, der macht noch einen Sprung. Jetzt wartet er, respawnt und finisht mit 976er. Ja, ne, also hier wäre ich ausgeschieden. Definitiv. Jetzt ist die Frage, was Voyager macht. Der ist noch ziemlich weit weg. Hat nur noch 15 Sekunden. Also ich glaube, Voyager geht die Zeit aus. Der kann das gar nicht schaffen. Der kann nicht den kompletten Sprung hier auskosten. Er muss jetzt schon früh releasen, damit er früh landet, aber das kann nie im Leben reichen für 800. Ne, 545. Oh, dieser Edge geht aber richtig ab. Der gewinnt auch so ziemlich jeden Stunts-Knockout, den er mitmacht. Ich hatte schon zwei Finals gegen ihn. Und beide Male auf der gleichen Map. Und beide Male, gut, hatte ich das Gefühl, man hätte ihn schlagen können, auch wenn er das eine Mal Weltrekord fuhr, aber. Er fuhr da halt eine spezielle überschwere Linie, die er aber auch immer hinbekommt. Okay, jetzt kommen tatsächlich so ein paar Maps, die mir nicht so liegen. Die hätte ich jetzt auch nicht gut abgeschnitten. Die kommt nicht so oft, die Map hier. Wir haben ja noch nicht so oft gespielt. Ja, der weiß genau, was er zu drücken hat, Edge. Da fragt man sich halt, wie soll er auch ausscheiden? Dann auch so schnell ins Ziel. Aber das ist keine gute Score. Warum auch immer. Vielleicht war das letzte, der letzte Sprung nicht ein straighter Sprung. Kann ja sein. Aber meine PB ist 799 und ich bin nur 15. Local damit. Also, da kann er noch wesentlich mehr rausholen. Oh mein Gott, hast du das gesehen? Nee, ich guck gerade hier auf Henning. Hätte sehen müssen, was gerade Edge gemacht hat. Der Wahnsinn. Aber jetzt springt er zu kurz, ne? Er landet auf dem Beach. Henning auch. Das ist aber nicht das, was die wollen, glaube ich. Außer die haben den Bug kassiert gehabt. Na, Edge verbessert sich. Henning auch. Oh, 8 Punkte. Das ist jetzt richtig eng. Aber Edge mit dem Glück, dass er davor liegt. Henning ist natürlich bedroht durch Zitrone. Zitrone startet gerade nochmal. Top 3. Naja, Top 3. Ah, Zitrone macht jetzt hier einfach nur den straighten Sprung. Oh, er hat's verkackt. Sieh, er hat irgendwas falsch gemacht in dem Absprung und dann ist sein Auto direkt scheiße abgesprungen. Aber sofort vorbei.
Oh, Edge. Jetzt die eine Runde, die ich ihm nicht zugucke, fährt der Weltrekord. Henning kann gerade so nicht finishen. Ja, also dieser Score von Zitrone, den hätte ich auch schlagen können. Das war angreifbar. So, jetzt hängt es sehr von der Map ab. Nochmal Island. Die drei letzten Maps sind alle Island. Oh nein, das ist meine mitbeste Map auch, weil die so einfach ist. Auf der Map braucht man wirklich nicht viel Skill. Der einzige Unterschied, den man hier machen kann, ist im letzten Sprung, wo ich immer die Safe-Linie nehme, aber damit fahre ich hier eigentlich ganz gut. Okay, jetzt sehe ich gerade, ich habe nur den 17. Local hier. Aber wenn ich die fahre, bin ich immer weit vorn platziert, also. Naja. Das sind bei dieser Straße, die da quer ist, am Ende von der man da springt. Das sind Lampen, die man erst total spät sieht. Die sind wirklich nur sehr schmal, die Lampen, und nehmen kaum Platz weg. Aber ich glaube, so ziemlich jeder Fahrer schafft es einfach trotzdem, immer genau auf die Lampe zuzufahren und da rein zu crashen, obwohl da so viel Platz daneben ist. Okay. Und ja, ich fahre bei dem letzten Sprung halt nur straight, geradeaus. Und dann ist das eine sichere Landung vor den Zielen. Und Edge, der versucht immer irgendwie zu lenken und irgendeinen speziellen Sprung zu machen. Und dann landet man sehr einfach auf dem Dach. Henning, du bist so dumm. Henning hat zweimal in Folge den Zielsprung vergeigt. Also, nee, er hat den Zielsprung geschafft, aber ist einfach zwischen die Ziele gefahren, hat nicht Ziel getroffen. Oh, das ist Zweimal. ärgerlich. Also auch in seiner ersten war es knapp, aber beim zweiten ist er einfach vorbeigesprungen oder vorbeigefahren. So, Edge aber ist hinten und hat nur noch diesen einen Versuch. Der muss sitzen. Ich glaube, Edge fühlt gerade ein bisschen Druck, aber im Endeffekt kommt sie eh nur auf das Ende an. Henning ist da vorne auch noch auf eine Runde, springt sehr weit. Edge mit sehr, sehr vielen Spins. Edge auch daneben. Kann er trotzdem noch finishen? Nee. Nicht mehr schneller. Henning gewinnt. Was sagte neulich Zerif? Henning als Zitat: Ich bin einfach nur der größte Lacker. Edge dominiert den ganzen Knockout, Henning gewinnt. Ja. Jetzt ist für mich sozusagen die Frage, wer alles so da bleibt, aber ich schätze mal, irgendwelche guten Stuntspieler bleiben schon noch da. Ja, ich werde dann abhauen, weil ich nämlich morgen sehr früh aufstehen muss.